genannt Missy. Ich bin seit fast 10 Jahren in Missys Kunstkantine Hamburg Hafen City. Ich veranstalte Kunstausstellungen mit Oldtimern, Treffen, Kunstausstellungen mit Mode, Kunstausstellungen mit Musik und Literatur, sowie Kunstausstellungen mit kulinarischen, alles mit der Kunst, um die Kunst. Meine 73. Ausstellung ist mit Maribel Brandes. Maribel, herzlich willkommen. Und Gerd Rehme. Und Maribel ist auch in unserer Online-Galerie, Missys Art Gallery Online, vertreten. Und heute haben wir ein kleines Interview und Maribel stellt sich vor. Da freue ich mich ganz, ganz doll, dass du hier bist, Maribel. Herzlich willkommen, Maribel. Dankeschön. Ich bin Maribel Brandes. Ich komme aus Barcelona und bin seit 88 in Deutschland. Eigentlich bin ich nicht gleich zur Kunst gekommen, sondern mein Atelier habe ich seit 2005 in Bad Schwartau. Nach dem Abitur in Spanien in Kunst und Kunstgeschichte hatte ich angefangen, mich weiterzubilden, da ich erstmal eine Ausbildung als Augenoptiker gemacht habe. Aber die Kunst ließ mich natürlich nicht los und habe erstmal mich weiterbilden lassen bei bekannten Künstlern aus Russland, zum Beispiel Alexander Ignakov, oder aus der Schweiz Alexander Germain. Und jetzt in meinem Alltag habe ich angefangen, in Berlin zu studieren. Ah, du studierst jetzt. Ja, jetzt bin ich Student für Malerei in der Akademie für Malerei Berlin bei Ute Böllmann. Die ist eine Meisterschülerin von Baselitz. Und jetzt darf ich meine Kunst richtig in vollen Zügen ausleben. Ja, toll. Und also du hast schon mit diesem Künstler werden, Malerin werden von Kind aus schon gehabt. Ja. Du hast als Kind schon gemalt, hast du gesagt. Ne? Genau. Und mit Umwegen bist du dann doch dahin gekommen, deine Leidenschaft, so wie bei mir fast, ne? Deine Leidenschaft dann heute auch wirklich dann zu deinem Beruf gemacht. Du hast ja sogar ein Atelier, wo du ja auch selber Kunstunterricht gibst. Und so eine super Karriere dafür, dass deine Eltern gesagt haben, du sollst nicht irgendwie Kunst studieren, bist du jetzt, hast du dein eigenes Atelier und gibst selber Unterricht. Ja. Man muss seine Träume dann ausleben irgendwann, ne? Finde ich klasse, finde ich super. Vor allem muss man hartnäckig sein, ne? Hartnäckig. Und zielstrebig und irgendwann kommt die Zeit, wo man richtig einen Traum wahrnimmt und ich bin total glücklich, dass ich total das glücklich, umsetzen konnte. Ja. Super. Sag mal, und immer wenn ich hier reinkomme, ich denke, also ich bin im, habe ich ein Frühlingsfeeling. Ja, das sind ja Badenixen vom welchem Jahr, es sind ja 20er Jahre sozusagen. Das sieht man ja meistens in den Katalogen und so. Hast du dann auch so, die ziehst du dann da raus oder wie kommst du jetzt auf diesen tollen Bild zum Beispiel? Das ist das Erste, ich arbeite öfters in Serien. Ich mag auch gerne ein Thema ausarbeiten. Und meistens kommt das so, überkommt es mir. Diese Serie ist zum Beispiel im tiefsten Winter erschienen, weil mir die Sonne fehlte und es war grau und ich habe gedacht, ich brauche wieder Sonne in mein Leben und ich brauche Farbe in mein Leben. Und dann habe ich mich erinnert an eine Badekappe, was meine Mutter in den 70er Jahren hatte. Das ist eine rote Badekappe gewesen. Und das hat mich so inspiriert, dass ich mich auf die Suche gemacht habe nach Motive. Ja. Und das ist, weil meine Bilder sind überwiegend auf Frauen. Warum? Ja, ich habe schon gesagt, normalerweise malen Männer immer Frauenbilder, aber diesmal bei dir, natürlich sind andere Frauen auch dabei, aber bei dir ist halt so anders, ne? So Frauen. Ja.
Ich denke, ich bin eine Frau. Frauen machen halt natürlich Frauen. Ja, genau. Und ich mag sehr gerne Harmonie und Schönheit. Und das bringe ich öfters in meine Bilder rein. Harmonie und Schönheit, ja. Und, aber darf man nicht vergessen, dass man, möchte ein bisschen herausragen, dass das Thema Frau und welche Platz hat die Frau in der Gesellschaft. Und da ist eine andere Serie entstanden, wo ich Frauen mit Kragen aus der Rokoko-Zeit oder... Genau, das sind die Bilder von oben, ne? Oder die hier, ne? Mhm. Und das war symbolisch für mich, wo befindet sich die Frau heutzutage. Ja. Hat sich auch viel geändert. Natürlich hat sich auch viel geändert, aber viele so Konstrukte in unserer Gesellschaft sind auch alt geblieben. Und ich habe immer Hoffnung, dass es anders wird, und es wird natürlich anders. Ja. Aber das war zum Beispiel auch so ausschlaggebend, wieso ich diese Serie mit Frauen mit den Kragen auch gemalt habe. Ja. Und sag mal, was ist so deine Technik? Gehen wir mal zu diesem tollen Bild. Das haben wir normalerweise im Schaufenster. Ja. Und das ist ja wirklich super schön, auch mit dem Blau und mit dem Stern. Ja. Wie hast du, was ist so deine Technik? Erzähl mal so Kunstfreunde. Ich arbeite sehr gerne mit Öl. Mit Öl? Ja. Das ist alles Öl dann. Das sind alle Ölbilder. Ja. Und ich finde die Leuchtkraft, die Beschaffenheit der Ölfarbe fasziniert mich. Die Farben sind echt und man kann auch pastös arbeiten. Und in diesem Fall habe ich teilweise mit dem Spachtel gearbeitet, teilweise mit dem Pinsel, und ich habe auch Graffiti-Spray auch noch drauf gesprayt. Und diese manchmal, wenn es sehr sonnig ist, dann sieht man so wie kleine Funkeln in der Luft. Stimmt. Und das ist deine Funkeln, so genau. Sternenfunkeln sozusagen. Das ist, was ich mir dabei gedacht habe. Das ist auch meine Serie jetzt. Genau. Das ist ja auch Öl. Die hatte ich auch. Hier sieht man ja auch das Meer ganz toll, ne? So das Blaue. Ja. Das sieht man ja auch sehr schön. Weil ich inspiriert in einem Film aus der 20er Jahre. Ja, und welches denn? Weißt du das noch? Aquaman heißt das. Also es hat mich diese Schlichtheit auch sehr gefallen, dass diese Kontraste mit der Natur und diese nachdenkliche Frau. Ja, genau, das sind die Collagen. Genau. Und welche ist die Besonderheit jetzt? Ja. Mit Umdrehen. Ist es dieses? Ja, das ist das Bild. Das ist das Bild, da ist dann halt erzähl mal das ist sicher. Das heißt Frauengespräche. Und Frauengespräche. Und man kann das Bild einmal umdrehen. Einmal umdrehen. Ich muss das nochmal. So. Da erscheint eine zweite Frau. Eine zweite Frau. Gespräche mit sich selbst. Das ist auch eine tolle, tolle Serie von dir. Mit dem Barockdarm, das finde ich klasse. Ich weiß gar nicht, wo du die Motive hast. Yes. Also davon haben wir drei Stück hier, ne? So in der Ausstellung. Drei von mir sind alle unterschiedlich, aber einer schöner als die andere, finde ich. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welche am schönsten. Ich finde alle drei ganz toll als auch Serie. Und das habe ich tatsächlich lange nicht gesehen. Auch so ein Motiv habe ich lange nicht gesehen. Das ist die Serie Rokoko gesegnete Frauenquote. Ich habe das absichtlich auch so ein bisschen barock, den Namen auch barock auch ausgesucht. Es geht um, was ich vorhin erwähnte, über die Frauenbewegung und welchen Platz hat die Frau in der Gesellschaft. Mhm. Die Motive sind ausgedacht, also die entstehen auch so in mein Gedächtnis. Und hier hatte ich eine besondere Technik angewendet, wo ich Farben geschüttet habe und danach kristallisiert sich das Bild. Das ist wie Marmor fast schon. Ja, genau. So marmorisiert so fast.
Ja, also, weil es sollte klasse. Auch was Überladendes, über, ja. Rokoko ist auch bekannt für die Überspitzung von Ornamente und das Gesicht hast du super hingekriegt, ne? Also die Augen sind wunderschön, die strahlen ja richtig. Und natürlich so die Schokoladenlippen so ein bisschen. Genau. Nicht rot, so wie meine immer, aber also so Schokolade so ein bisschen, ne? Richtig. Toll, also hübsch. Ich habe sie ja auch, genau. Ich habe ja diesmal das erste Mal einen Anzug gemacht mit den Kunstwerken, die hier sind. Und da ist die Dame, ne? Das ist sie, ne? Genau. Ja. Habe ich sie, die Ausstellung hier drucken lassen. Das ist Gerd und das sind die Bilder von Maribel. Und hier hinten habe ich auch noch welche, ne? Ja. Viele fragen, was ich mit dem Anzug mache. Weiß ich, wenn ihr irgendwelche Angebote habt oder Ideen, könnt ihr gerne uns kontaktieren. Dann haben wir natürlich die Marilyn Monroe. Was ist Madonna? Was ist Marilyn Monroe? Also ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ist hier Madeleine da. Madonna hatte eine Zeit, hatte sie auch Marilyn auch kopiert. Das sind aber Siebdrucke. Das sind Siebdrucke jetzt, ja. Heute Morgen habe ich sie auch rausgeholt, weil es war die Versteigerung von Andy Warhol's Marilyn Monroe. Ja, und ja. Das war ist ein absolutes Vorbild als Künstler, der hat da auch in Serien gearbeitet. Das ist ja seit Tagen auch im Fernsehen, das Bild Marilyn Monroe, fast für 200 Millionen versteigert worden. Nicht schlecht, das ist aber ein tolles Bild. Hätte ich auch gerne gehabt. Aber ich habe ja jetzt deine. Es besteht noch Hoffnung postmortem, sagt man immer. Ne? Freut sich. Aber dafür habe ich ja die Marilyn Monroes von dir. Das ist Madonna. Genau. Das sieht man, da sieht man das ein bisschen. Ja. Diese Unterschiede, ne? So, Marilyn und Madonna. Hier ist auch Madonna. Madonna. Das sind alle überarbeitete Siebdrucke. Ja. So in verschiedenen Farben. Genau. Orange kommt aber auch ganz gut, finde ich. Das ist auch gut. So ja. Mit Orange. Oh, das ist auch schön. So mit das Grün. Ist Marilyn, genau. Und das ist auch eine Serie ernsthaft. Das sieht auch so ein bisschen barockmäßig aus, finde ich. Ne? Mhm. So. Was ist so dein Traum? Wo möchtest du mit deinen Bildern hin? Ach, wo möchte ich hier hin? Ja. Ja, auf jeden Fall, dass die Bilder müssen unter den Menschen kommen. Das ja. Ich bin sehr erfüllt. Also unter den Menschen? Ne? Ja. Sehr erfüllt, wenn ich merke, man hat gerade jemand eine große Freude gemacht. Mhm. Dass Kunst hat ganz viel mit Emotionen zu tun. Und, ja, das stimmt. Genau, und das stelle ich jedes Mal fest, wenn ein Bild dann verkauft ist, die tolle Gespräche, die man mit dem Kunden auch geführt hat und welche Emotionen kann man auch hervorrufen. Ne? Ja, und du hast ja auch endliche Ausstellungen gemacht und hast ja schon unglaublich viele Bilder verkauft. Genau, das ist meine 113. Ausstellung. 113. Ausstellung, wow, seit 2005 sozusagen. Seit 2005. Seit 2005. Ja, da war ich auch sehr, sehr fleißig. Ja. Unter anderem bin ich auch in New York und in Shanghai. Hast du schon ausgestellt. Und Straßburg und Mailand. Also ich bin schon international. Auch auch in Spanien, weil du ja aus Spanien kommst jetzt, Barcelona oder so, hast du da schon mal Gelegenheit gehabt? In Barcelona direkt nicht, aber auf Mallorca. Auf Mallorca, da habe ich die dritte Ausstellung dieses Jahr gehabt. Ja, sehr schön. Mallorca ist auch Spanien, ne? Ja, Mallorca nicht natürlich, also hast du auch in Spanien, nicht nur den Deutschen. Möchtest du noch mal was sagen zu unseren Kunstinteressenten, zu unseren Zuschauern, Maribel? Hast du eine Message? Ich freue mich, wenn meine Bilder dann unter den Menschen kommen. Ich bin immer bereit für ein Gespräch, solange die Ausstellung hier läuft, kann ich gerne auch mich austauschen mit Kunstinteressenten und
ja, es lebe die Kunst. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Dankeschön. Es lebe die Kunst. Herzlichen Dank, Maribel. Es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass du ein bisschen Einblick in deine Kunstwelt reingebracht hast und dass die Kunstinteressenten natürlich auch mal so dich kennengelernt haben, persönlich. Maribel Brandes ist noch bis zum 1.6.22 in Isis Kunstkantine zu sehen, jeden Tag, und wir würden uns freuen, wenn ihr reinschaut. Ansonsten ist sie natürlich in Isis Art Galerie online auch vertreten. Und da kann man ja jederzeit, ist ja 24 Stunden offen. Vielen Dank, das hat mir auch die Zusammenstellung dieser Ausstellung ganz viel Spaß gemacht. Und, ja. Und sowieso bei euch, vielen Dank. Danke sehr. Ja. Ja, sind Sie Künstlerinnen und Künstler, schauen Sie gerne in unsere Art, nächstes Art Galerie online rein. Sie können sich gerne registrieren, können sich gerne ihr Atelier erstellen und die Kunstwerke international mit so tollen Künstlerinnen und Künstlern in unserem Team präsentieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich da registrieren oder sich melden in Nissis Art Galerie online. Eure Nissi. Vielen Dank. Ja.